Damit das Bewerbungsgespräch gut verläuft, einfach so sein, wie man ist und sich nicht verstellen. Ich glaube, das gefällt jedem Einzelnen da drinnen. Mein Bewerbungsgespräch ist sehr gut verlaufen. So wie ich mich erinnern kann, haben wir da ein Bewerbungsgespräch, also ein Verkaufsgespräch simuliert. Ich und meine Führungskraft. Das Bewerbungsgespräch bei der Firma Förch war sehr authentisch. Es war mit der Leiterin der Personalabteilung und meinem jetzigen Vorgesetzten. Ich habe von Anfang an gespürt, dass die Chemie zwischen uns einfach passt. Ich habe mich vorbereitet, indem ich einmal im Internet mich informiert habe über die Firma, welche Produkte vertreiben sie, was ist die Tätigkeit, was ist das Aufgabengebiet von der Firma. Ich würde empfehlen, zu unseren Handwerkerfesten zu kommen. Da sieht man mal wirklich, worum es eigentlich bei der Firma Förch geht. Ich würde den Bewerbern als Tipp mitgeben, dass sie sich die Stelle, das Inserat, sehr gut durchlesen, überprüfen, passt das zu meinem Profil und sich dann entscheiden, möchte ich für den Arbeitgeber arbeiten. Man kann natürlich auch bei uns als Quereinsteiger anfangen. Wir haben eine coole oder sehr gute Beginnerphase, da wo man die Quereinsteiger sehr gut einschulen, wie es mit dem Verkauf geht, mit den Artikeln. Natürlich, je mehr Verkaufserfahrung, dass man mitnehmen kann ins Unternehmen, desto besser. Im Innendienst haben wir als Quereinsteiger genauso seine guten Chancen. Man bekommt sehr gute Ausbildung und alles, was man braucht. Es ist wichtig, dass man ein offener, kommunikativer Mensch ist, der gerne im Team arbeitet. Man sollte auf jeden Fall mitnehmen, dass man Teamplayer ist, engagiert beim Kunden und sehr kommunikativ. Auf alle Fälle sollte man an Werkzeugen, Baustoffe, Baukämie interessiert sein. Wir suchen vor allem Personen aus dem Handwerk oder mit technischen Erfahrungen, die ihre Karriere im Innendienst starten wollen. Im Außendienst beim Förch sind Leute mit Handschlagqualität immer herzlich willkommen.